Anthony. Tag, Mrs. Griffin. Wir haben deine Gesellschaft in letzter Zeit wirklich sehr genossen. Hier ist ein kleines Willkommen in der Familie Geschenk für dich. Ein Kalender, wann ihr Mann arbeitet und Poker spielt? Und wann ich meine Tage hab. Aber mich stört's nicht, wenn's dich nicht stört. Danke. Ach, Meg, ich hab vergessen, dir zu sagen, dass du deinen Großvater vom Flughafen abholen sollst. Oh, Grandpa macht mich immer so nervös, wenn ich fahre. Gut, jetzt ich. Das ist ein Stoppschild. Anthony, willst du mitfahren? Gern. Ach, was Unsinn. Ich leiste ihm Gesellschaft, bis du zurückkommst. Wiedersehen, Meg. Reden wir Klartext. Du findest mich attraktiv, also wie sollen wir damit umgehen? Oh mein Gott, wow, das ist echt cool. Ich bin noch nie von einer Milf angebaggert worden. Darf ich sie küssen? Darf ich dich was fragen? Stören dich meine grauen Haare? Welche grauen Haare? Oh, küss mich. Mom, ich habe meinen Schlüssel vergessen, weißt du? Vergewaltigung. Liebling, ich glaube, wir müssen reden. Ich will nicht mit dir reden. Raus hier! Ich verstehe ja, dass du wütend bist. Du hast mit meinem Freund rumgemacht. Wie konntest du das tun? Ich weiß nicht, Schätzchen, aber es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich habe mich ganz mies verhalten. Ich wollte ihn dir nicht wegnehmen. Glaubst du das etwa? Dass du ihn mir weggenommen hast? Soll das ein Witz sein? Du könntest ihn mir gar nicht wegnehmen. Naja, ich beherrsche ein paar Dinge ganz gut. Und wenn ich ihn wollte, könnte ich ihn haben. Glaubst du wirklich, du hättest eine Chance? Sieh dich doch an, du bist alt, du bist eine Null. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für ihn tue. Und da geht es nicht ums Rummachen, da geht es um Machtspiele. Ich mach Sachen, von denen du dich nicht erholen würdest. Ich würde alles tun, du kennst mich nicht. Oh mein Gott! Er hängt mich mit deinen alten BHs an der Duschstange auf und wir lachen über dich. Und jetzt raus! Tja, komm, wenn du reden willst. Ich hoffe, du bist zufrieden. Unsere Tochter hasst mich und du bist schuld. Ich? Was habe ich denn getan? Du hast mein Selbstbewusstsein so zerstört, dass ich etwas Abstoßendes getan habe und ich schäme mich dafür. Ich habe mit Max Freund rumgemacht. Du hast mit Max Freund rumgemacht? Wie kannst du mir sowas antun? Wegen deiner Worte fühle ich mich alt und fett, unattraktiv und wertlos. Wie sollte ich darauf reagieren? Lois, du bist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und warum hast du dann all diese schrecklichen Dinge gesagt? Weil ich alt und fett, unattraktiv und wertlos bin. And ever since my birthday last month, I've been really feeling it. Und ich hab wohl gedacht, wenn ich dich runtermache, merkst du nicht, dass du eigentlich zu gut für mich bist und haust nicht mit dem anderen Kerl ab. Peter, das ist doch lächerlich. Ich liebe dich. Warum? Vielleicht mag ich fette Typen. Ach, wirklich? Vielleicht habe ich auch gern Sex mit fetten Typen. Ja? Vielleicht will ich sofort mit einem fetten Typen Sex haben. Und vielleicht will ich Sex mit einer alten, hässlichen Braut haben. Peter! Reingefallen! Wow!